Servus Leute, willkommen zu Teil 8. Heute machen wir die Trophäe Willkommen im Dschungel. Dazu müssen wir im 8. Level alle Gegner töten. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Lauft wirklich überall hin. Lauft jeden Fleck ab, weil manche Gegner spawnen erst, wenn ihr in der Nähe seid. Diese Trophäe wird kommen, sobald ihr alle getötet habt. Also wenn ihr das Level verlassen wollt, und müsst ihr nochmal irgendwo was vergessen haben. Deswegen, ihr seht ja, wir sind jetzt von 9 Minuten durchschnittlich auf 22 hochgegangen. Also lauft wirklich alles ab, sucht überall, guckt, dass alle spawnen. Tötet einfach alle, nutzt was immer ihr wollt. Ihr müsst sie nicht auf eine spezielle Art töten. Hier könnt ihr auch eure Waffen leveln, die ihr noch zu leveln habt. Und zum Schluss werden uns auch ein paar neue Gegner vorgestellt. Die können am Anfang ein bisschen tricky sein, aber nichts wirklich Schweres. Ihr werdet ja sehen, wie ich das mache. Spart euch ein bisschen Munition auf. Allerdings nicht jetzt am Anfang des Levels, weil sonst werdet ihr komplett zurücklaufen müssen, um die Waffen zu holen. Damit ihr die Typen halt dann einfach aus der Distanz ausschalten könnt, weil mit Nahkampf wird das halt richtig ekelhaft, mit den Idioten zu kämpfen. Daher. Aber am Anfang könnt ihr wirklich alles nutzen, was ihr habt. Ihr könnt ruhig verschwenderisch sein mit der Munition. Spielt keine Rolle. Einfach wirklich überall hingehen. In jedes Zimmer, in jedes Eck. Alles spawnen lassen, alles töten. Und dann habt ihr auch eure Trophäe. Ich melde mich wieder, wenn wir bei den neuen Typen angekommen sind. Bis dahin halte ich mein Maul.
So, langsam nähern wir uns der Stelle, wo die neuen Gegner dann auftauchen. Also all diese Waffen solltet ihr ab jetzt dann sparsam nutzen. Und was geht, mit den Händen töten. Unabhängig davon, was ihr bei mir seht. Und da ist schon der Typ. Wie ihr seht, können die ganz schön was schlucken. Wie ich schon vorher sagte, lauft überall hin, jedes Zimmer, jede Ecke. Einfach um alle Gegner erwischen zu können. Wenn ich mich richtig erinnere, werden da noch ein paar Gänge kommen, wo mehr von diesen Idioten sind, und dann werdet ihr halt auch mehr Waffen brauchen. Keine Ahnung, was ich da mache. Die Fässer sind, so wie es aussieht, auch One-Hit, zumindest bei den kleinen und bei menschlichen Gegnern sowieso. Da habe ich versucht, durch die Wand sie zu schlagen, das funktioniert in vielen Spielen. Da hat es, glaube ich, kurz gespackt. Der Öffnungsmechanismus war nicht mehr da, aber man kann hier noch eine zweite Tür öffnen, also kein Stress. Sollte das bei euch auch passieren? Da seht ihr schon die zweite Tür, also. Gerade in solchen Leveln wirklich steckt eure Nase in jeden einzelnen Gang.
Wenn euch mit diesem Klumpen trifft, dann werdet ihr so ein bisschen gebremst und seid wie gestunt ein bisschen. Ihr seht, ich fange jetzt schon an zurückzulaufen und lieber Waffen von hinten zu holen, anstatt die zu verbrauchen, die da vorne liegen. Andernfalls müsstet ihr irgendwann wirklich ewig weit zurücklaufen. Und das sackt. Aber wenn es ums Thema Trophäen geht, da bin ich immer übervorsichtig und übertreibe zum Teil auch ein bisschen. Jetzt haben wir da neue Waffen liegen. Hier müsst ihr wirklich nah am Geländer und auch überall mal reinlaufen. Und guckt auch, dass alle, die gespawnt sind, übers Geländer zu euch rüberklettern und nicht irgendwo im Dschungel noch einer rumsitzt. Aber ihr habt ja Schusswaffen, sollte einer da irgendwie bleiben und nicht zu euch kommen, könnt ihr ihn ja mit Schusswaffen an Ort und Stelle beseitigen. Und hier müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht überrannt werdet. Also und denkt immer auch an die Fässer, die sind wirklich hervorragend, um einiges wettzumachen. Da, jetzt bin ich ein bisschen gestunt.
Also wenn ihr jetzt diese Tür passiert, ich glaube, danach könnt ihr nicht mehr so weit zurücklaufen. Also hätte ich dort alles Mögliche nutzen können, ohne die weiten Wege zurückzulaufen. Ihr seht, schadentechnisch ist das nicht das Schlimmste, wenn sie euch treffen. Es kann halt nur verheerend werden, wenn um euch rum ein Haufen von den kleinen Affen ist und sie euch dann in diesem Moment ein bisschen zerfleischen. Aber wir sollten eigentlich schon so ziemlich am Ende der Mission sein. Damit verabschiede ich mich. Haut rein. Viel Spaß beim Trophäenjagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Stayed in your cage.